So, hallo, herzlich willkommen. Heute versuchen wir Elfen Legacy, ein rundenbasierendes Action-Gedöns, momentan für 1,50 € auf Steam zu haben. Wegen dem habe ich jetzt das auch anprobiert. Es ist momentan die Demo-Version, wie man auch sehen kann hier, vom 15. April 2009. Und ja, ich habe das Tutorial bereits gespielt. Und werde jetzt einfach mal blindlings in die erste Singleplayer-Mission-Campaign reinspringen. Ich weiß nicht, was mich erwarten wird. Wir gehen hier ganz arg, ganz einfach mal auf den Easy-Mode, um einfach mal zu schauen, um was es sich in dem Spiel dreht. Insgesamt kann ich soweit mal sagen, wir können ganz normale Einheiten bewegen. Bogenschützen, Speermänner, Schwertträger, Magier und so weiter. Schauen wir einfach mal, was passiert. Es ist ja rundenbasiert. Es läuft auf einem Hexagonfeld ab. Hat ja kampfmäßig irgendwie was ein bisschen von Civilization 4. Ein Video. Also gut. Man sieht hier, dass auch ein bisschen grafische Fehler dabei sind. Ich weiß nicht, ob es nachher in der Aufnahme die Mauer war. Hatte ein bisschen Clipping. Gilvan, you knew about the wall? I helped build it. The wall was built to hold back the zombies and the damned. The Inquisition believes that it will stop the spread of corruption to the south of Lorenz. Why didn't you... tell you? Because I know how to destroy it. So, im Tutorial habe ich jetzt ehrlich gesagt was ganz anderes gespielt. Das UI sieht auch ein kleines wenig anders aus als im Tutorial. Ja, hier haben wir unser Camp, wie es aussieht. Mal schauen, wir haben hier drin einen Magier. Was ist das? Bogenschützen, irgendwas in die Richtung. Ich denke mal, das sind unsere Helden hier. Ja. Machen wir mal schauen. Ja, wo ist der Freund hin? Hier steht er. Ja, wollen wir mal schauen. Wie kommen wir hier an irgendwas ran? Okay. Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen stehen momentan auf dem Schlauch. Aber wir gucken einfach mal, was wir da haben. Transkript. Okay. Wie viel Geld haben wir denn? Haben wir irgendwo hier Kohle stehen? Ich sehe es gerade gar nicht. Ah, show all units. Ah ja, da kann man die einzelnen Units unterteilen, wenn es mal viele werden. Okay. Ja, und wie kaufe ich jetzt welche? Ah, ich will keine New Abilities. Okay. Ein Schiff. Wie habe ich das jetzt hier gesammelt? Ach, das ist ein Schiff. Okay. Wir stellen jetzt einfach mal blindlings einfach alle Figuren nach draußen. So. During the construction of the wall, I carefully imbued one section with a special spell, just in case. If a powerful source of magic is near the spell, the latent mystical powers will be activated and the wall will be destroyed. Jo. Es gilt zu sagen, ich hatte im Tutorial die Figuren bereits außerhalb meines Camps stehen. Ich hab's jetzt
wie man sieht, offensichtlich nicht geblickt am Anfang. Und ja, die Figuren stehen jetzt mal draußen und wie es aussieht, ist unser Primärziel, die Mauer zu zerstören. Jetzt schauen wir mal, was passiert. We will lead you to it. No, Sagittel. You have the true flame. The most powerful source of magic that we have. Its power can trigger the spell rather quickly. Oh, and the dwarves possess some artillery behind the wall. So be careful. So, wo ist die Wand? Mal gucken, es gab ja auch eine Map. Wir sind offensichtlich hier und die Wall ist hier. Okay. So, mal gucken. Können wir mit unseren Einheiten das Schiff betreten, ja oder nein? Mal schauen. Offensichtlich nicht. Ja, das macht mich jetzt schon ziemlich. Kotzt mich schon mal an. So, was haben wir dort? Gegnerische Einheiten. Dann schauen wir mal. Gehen wir einfach mal hin. Und gucken, was das Schiff so kann. Gut, wir können das Schiff noch ein bisschen fliegen lassen. Es scheint also kein Transportmittel zu sein, so wie es aussieht, sondern einfach, ja. Ne? So, wir lassen einfach mal das Fußvolk gemütlich hintereinander herlaufen. Können wir schon angreifen? Mal schauen, was kann das sein? Wolves. Noch nicht. Gehen wir zur anderen Einheit. Und schauen mal. So, ich habe auch irgendwo gesehen, wir können die Zuggeschwindigkeit der einzelnen Einheiten beschleunigen. Die lasse ich jetzt aber aus. Und mal gucken, was kann man denn hier bewegen? Was war das? Ach, das war einfach nur ein neues Feld. Also ihr seht, ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Wie ich auch sehe, diese Einheit wurde schon bewegt, diese hier unten. Und man sieht auch, über der Flagge ist kein so ein Schuh. Bei dieser Einheit ist noch so ein Schuh oben drüber. Das heißt also, ich kann die Einheit noch bewegen. Interessant, interessant. Also gut, versuchen wir mal voranzuschreiten. Ah ja, stimmt ja. Da gab es dann im Tutorial die Erklärung, ich kann nicht auf... jede Einheit kann nur ein Feld belegen. Und somit kann ich jetzt nicht auf dieses Feld stehen. So, ich habe alle Züge durch. Hier oben sieht man dann, dass ich entsprechend hier unterbrennen soll. Wolfes kämpfen jetzt hier gegen die eine Einheit, die ich hier stehen hatte. Ja, sie rennt zurück zu ihrer eigenen. Ah, Victory. So, wo war die Einheit, die gerade gekämpft hat? Die müsste ja eigentlich... So. Hier ist meine kleine Einheit. Das ist eine freundliche Dame. Aber es scheint es die Chefin zu sein, ne? Vielleicht sollte ich die nicht unbedingt in der Pampa rumspringen lassen alleine, sondern sie sollte ein bisschen defensiv sein. Schau mal. Ich kann sie auf jeden Fall, so wie es aussieht, befördern. Wizard Eye. Bla 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 bla. Okay. Was geht noch? Dust of Time. Okay, und. Wollen wir das einfach mal starten? Schingling. Ah, Fistborn, Fire und Fawn. Gut.
So, wir schicken, mal gucken. Du bleibst jetzt erstmal hier stehen, du machst ein kleines Camping. Lass mal sie ausruhen, dann kann sie wieder regenerieren. Wir gehen zu unserer nächsten Einheit. So, da drüben haben wir ein paar. Was haben wir hier? Hier sind Bogenschützen und Zombies. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zu den Bogenschützen, weil die können nämlich hier schöne Range Attacks machen und somit auch Sachen von uns relativ gut erreichen. Ich weiß leider nicht, wie weit die Ranges sind. Aber auf jeden Fall über ein Hexagon hinweg. Kein Attack? Doch da. Batsch. Sexy. Nun die Frage, können diese Bogenschützen auch das Schiff angreifen? Na, wir können Upgrade machen. Shaft of Science an der Shaft of Light. Aha. Skillet Bomber. Skillet Bomber nehmen wir ungesehen. Und wechseln mal. Noch eine Bombe können wir nicht werfen? Nein. Gut. Sie hat ihre Ruhephase durch. Wollen wir mal schauen. Dort ist eine kleine Ortschaft. Da drüben stehen Wasserviecher. 15 Zombies. Okay. Ich würde sagen, sie bleibt stehen. Sie hat ihren Zug schon durch. Dadurch, dass sie befördert wurde, beziehungsweise eine Ruhepause macht. Und er ist ebenfalls Chef, sehe ich gerade. Wollen wir mal schauen. Ihn kann man auch befördern. Fencer, Heal und Armor Missiles. Wir machen ihm ein bisschen Heal und er kann heilen. Gut. Er kann ein paar Züge machen. Ich würde ihn einfach mal hier vorne stellen. Mal gucken. Ein bisschen aufpassen, dass wir... Ich glaube, ein Zug hat er noch. Ne, kein Zug mehr. Okay. So, die nächste Runde. Ach, jetzt rein. Zack, 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 zack. Wir haben keine Zeit. So, wie weit kann die hier? Insgesamt sieht es für mich sehr interessant aus. Es ist relativ einfach gehalten. Und ja, man muss natürlich erstmal reinkommen, ist klar. Also wie gesagt, das ist meine allererste Runde neben dem Tutorial selber. Und ich bin noch dabei am Ausloten, welche Figur was beherrscht. Ah, hier kann man noch eine Beförderung machen. Hard Drill. Mehr Willpower. Das gibt hier Movement Point. Oh. Für was ist es? Für Spears. 2 Move Points dazu und Defense Skill und Media Attack. Ah. Oh, schwer, schwer, schwer. Ich würde erstmal sagen, ein bisschen mehr Willpower und beim nächsten Mal dann den Movement zu erhöhen. So, Runde beenden. Was auch schön ist, wenn man. Upsa. Okidoki. Die Kameraden attackieren mein Schiffchen. Das heißt also auch, Range Attacks können Angriffe bzw. Viecher in der Luft attackieren. Im Tutorial sieht man, bekämpft nicht mit einem Luftschiff, sondern mit einem Vogel. So, wir sind ein wenig schlauer und wir ziehen mit unseren, was haben wir jetzt momentan, Elf Spears. Ziehen wir einfach mal ein Stück nach vorne. So, was haben wir denn? Die nächste. So, wie gesagt, heute auf Steam für 1,50. Und ich werde es mir wahrscheinlich kaufen. Ich bin mir ziemlich sicher. Viel Spaß damit. Ja. Wir sehen uns. Tüdelü.